Ja, hallo und schönen guten Morgen zusammen. Willkommen zu einer neuen Folge Wandern im Saarland. Ich habe meinen Kumpel Markus wieder eingepackt und wir gehen heute den Felsenweg in Waldhölzbach. Ist eine 14 Kilometer lange Strecke, die wieder ein Premium-Wanderweg ist, der sehr hoch bewertet wurde. Ich glaube 81 von möglichen 100 Punkten. Ja, gibt es einiges zu sehen. Und jetzt geht es direkt mal berghoch, damit wir warm werden. Es war heute Morgen noch recht frisch. Soll etwa 12, 13 Grad werden. Die hat es bei weitem noch nicht. Also, los geht's. Wirklich fies, wir gehen jetzt hier gerade los und irgendjemand hier im Ort backt Waffeln. Wir haben noch nichts gefrühstückt. Der Teufelsfels. Da sind wir. Ah ja, cool. Schöne Felsspalte. Ja, das da ist auch nicht schlecht. Eine Bank und eine Hängeschaukel. Aber erstmal noch ein paar Kilometer machen und dann gibt's Frühstück. Da ist noch eine schöne Wanderhütte. Hier die Kneippanlage. Richtig idyllisch hier gerade. Jetzt sind wir hier am Grenzweg angekommen. Das ist jetzt der Verlauf hier an der Grenze zwischen dem Saarland und der Rheinland-Pfalz. Und ja, gehen wir mal weiter. Der Wald hier ist wirklich wunderschön. Alles hier vom Moos bewachsen bis an die Stämme hoch. Tolle Farben gerade. Ja, es hat jetzt doch
zu regnen angefangen, obwohl es nicht vorausgesagt wurde. Allerdings momentan noch relativ wenig. Ich hoffe, das bleibt so, weil sonst wird das Ganze nicht so angehen. Aber jetzt sind wir hier wieder im offenen Gelände. Jetzt merkt man es natürlich mehr. Echt schön hier. Ein paar schöne Fliegenpilze stehen hier. Hier haben wir die nächste Wandershütte. So, hier haben wir den Bärenfelsen und da geht's jetzt hoch. Richtiges Geröllfeld hier. Schöne Felsenpassage hier. So, da sind wir schon in der nächsten Wanderhütte hier angekommen. An so einem kleinen See. Ah, das ist jetzt Scheiden, dieser See. Ah ja, und das hat das Saarland dieses Jahr eingeführt, den sogenannten Wandersend. Und wenn einem so ein Weg gefallen hat, dann kann man so eine Rufnummer anrufen und dann werden da 2 Euro dann abgebucht oder 5 Euro, wenn man 5 Euro spenden will. Und die werden dann benutzt, um die Wege in Schuss zu halten. So, jetzt regnet es doch tatsächlich stärker. Und jetzt sind wir sogar am Stück, wo wir leider nicht im Wald sind. Da hinten kommt wieder der Wald. Also Gas geben. Und das, obwohl kein Regen gemeldet war heute. Eieiei. Von da kommen wir jetzt gerade den Berg hoch. Und jetzt geht es hier direkt wieder runter. Und hier wartet uns gleich wieder etwas Absturzgefahr. Ich bin ein bisschen außer Puste gerade vom Berg hoch. Wir haben nämlich das Tempo nicht rausgenommen. So, jetzt geht's berg runter. Der Adelsfelsen. Auch beeindruckend. Wir haben Kilometer 6 der Tour erreicht, knapp die Hälfte, und ja, jetzt geht es erstmal wieder auf den Felsen hier hoch. Hier sind tatsächlich noch Überreste erkennbar von der Burg, eine ehemalige Burgmauer. Kann man hier an.
Also der Weg hier ist schon sehr, sehr abwechslungsreich, muss man echt sagen. Jetzt mal wieder entlang von dem Feld, von der Weide. Eben durch ein kleines Kiefernwäldchen. Hier haben wir wieder Relaxbänke. Jetzt haben wir hier die Weidelandschaft. Hutebäume. Schön. Schöne Aussicht. Die sagenhafte Felsgruppe im Buchwald. Aha. So sieht die aus. Hinten ist wieder eine Bank. Sehr schön gemacht hier. Ist echt verdammt schön hier. Nächste kleine Bächlein, das wir jetzt hier überquert haben. Und jetzt geht's gleich hier den Berg hoch. Also seinen Namen hat der Felsenweg zu Recht. Hier haben wir welchen Felsen? Schlangenfels. Den Schlangenfels. Passiert. Hier ist auch noch so eine schöne Aussichtsbank. Ja, leider ist die Aussicht heute, naja, ja, bescheiden. Aber wie Mareike Marto sagt, ein bisschen mehr von die Nebel. Verdammt zugehangen. Wir haben jetzt 5 Uhr. Der sitzt hartnäckig, der Nebel heute. So, hier haben wir wieder 2 schöne Bänkchen und eine Picknickbank mit Tisch. Das lädt doch zum Pausemachen ein. Und die Doppelbänke sehen sogar trocken aus. Und bei mir gibt es heute eine Erbswurst mit Wursteinlage. Und bei Markus gibt es heute Käsespätzle. Hasse ich schon, wenn man so einen Frühjahr noch hat und dann war es alle. Und man dann einfach gar nichts mehr sieht. Aber so ein Wetter, was Warmes im Bauch, ist immer schon ganz geil, oder? Ja. So, Mittagspause ist vorbei. Die Suppe hat geschmeckt. Der Kaffee danach noch mehr. Und jetzt geht es auf die letzten 5 Kilometer hier, die wir auf ungefähr vor uns haben. Ja, das Wetter hat sich jetzt leider immer noch nicht gebessert. Hier im Wald ist es immer noch stark am Tropfen. Da wo wir waren, waren wir relativ geschützt. Aber so langsam kriege ich die Kälte in einen rein. Das merkt man doch schon. Auch wieder ein schöner Rastplatz hier mitten im Wald. Und unser Weg geht hier lang. Und da lang. 4 Kilometer noch. 4 Kilometer, ja. Ah, und noch, guck mal, 2 Kilometer haben wir noch Aussichtspodest. Ja, sehr schön. Also das sieht jetzt hier richtig genial aus. An dem Punkt, wir sind die Tour hier schon mal gegangen. Und hier an diesen Abhang kann ich mich erinnern. Das sieht da richtig genial aus mit dem Moos hier im Wald. Sehr schön. Unten fließt ein Bächlein. Gehen wir mal hin. So, das da sieht doch wirklich sehr idyllisch aus hier. Die Tour sind wir damals im Sommer gegangen. Ja, und da hatten wir hier die Füße ein bisschen erfrischt in dem kleinen Bächlein. Das tat sehr gut. Jetzt eher ungemütlich, die Vorstellung. Ja, jetzt wäre es eher. Die bin ich nie wieder trocken. Ein großer Pilz. Aber wir haben keine Ahnung von Pilzen. Außer von gezapftem Pilz. Da sind wir Experten. So, und jetzt gehen wir tatsächlich durch die Viehweide. Es gibt noch einen anderen Weg, den sind wir damals gegangen.
Da war nämlich unten so Kirschbaum, wo wir vorbeikommen sind. Aber wir gehen heute über die Viehweide oder den Durchgang. Das ist doch der Aussichtspunkt. Ja. Haben wir jetzt auch was Spektakuläres vorgestellt. So, Feuchtwiesen im Landbachtal. Da ist die Wiese. Guckt euch diese Wiese an. Feucht, da geht's doch fast gar nicht mehr. Wahnsinn. Eine brutale Wiese. Mehr als spektakulär. Hier ist tatsächlich ein Barfußpfad oder das, was davon übrig war. Na gut, da ist Rindenmulch drin und Kies. So, da geht der Barfußpfad weiter. Grober Kies, mittelgrober Kies, mittlerer Kies, mittelfeiner Kies, ganz feiner Kies im Sand. Und Rinde. Da vorne ist schon wieder Waldhölzbach. Das heißt, wir sind wieder am Ziel, oder wir sind am Ziel angekommen. Damit ist die Tour für heute auch wieder vorbei. Jetzt kam teilweise noch mal ganz leicht die Sonne raus. Ist ein bisschen wärmer geworden. Naja, das Wetter kann man sich nicht aussuchen. War trotzdem eine schöne Tour, oder Markus? Sehr schön, wunderbar. Sehr wunderbar, bis auf die Feuchtwiesen. Ja, Feuchtwiesen sind ausbaufähig. Ne? War nicht feucht genug. Ja, in dem Sinne, habt noch einen schönen Tag. Macht's gut, bis bald und ciao. Ciao.